Hallo Freunde, willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. In der letzten Folge haben wir alle sieben Dragon Balls gefunden, gesucht und dann gefunden natürlich. Und wir haben als Wunsch das Ginyu Sonderkommando wieder zum Leben erweckt. Aber bevor es losgeht, machen wir es ein bisschen spannender. Und zwar. Hoppla. So, und zwar nehmen wir. Wird, glaube ich, spannend. Die können wir sicher voll hochpushen. Ich habe keine Ahnung, welche Stufe die haben. Deshalb. Sicher, sicher. Eine kleine Mahlzeit. Wäre gar nicht so begeistert. Na, nehmen wir das. Wird gespachtelt. Sehr schön. Dann geht's heute weiter. Was macht ihr hier? Hey, du bist doch dieser Wicht, den wir auf Namek getroffen haben. Wie kommt es, dass wir noch am Leben sind? Ich dachte, wir wären gestorben und in der Hölle. Hey, Ginyu ist nicht hier. Was ist hier los? Du wirkst, als ob du das weißt, Kleiner. Spuck es aus. Ja, das schaffen wir. Ihr seid auf der Erde! Ihr seid hier, weil wir uns euch mit den Dragon Balls zurückgewünscht haben. Mr. Ginyu hat sich in einen Frosch verwandelt und ist davon gehopst. Wie meinst du das, Captain Ginyu ist ein Frosch? Hat er seinen Körpertausch vermasselt, oder was? Warum solltest du uns zurückwünschen? Wir sind deine Feinde schon vergessen? Tja, ich dachte, vielleicht ändert ihr euch ja und werdet unsere Verbündeten. Verbündete, was willst du jetzt etwa dem Ginyu Sonderkommando beitreten? Nein, das habe ich nicht. Ach so, du willst dich dem Sonderkommando anschließen. Das Ginyu Sonderkommando ist eine Elite-Truppe aus Kriegern und wurde auf Befehl von Lord Freezer persönlich gegründet. Captain Ginyu wurde mit der Auswahl der Teammitglieder betraut. Um eine ausgewogene Mischung zu gewährleisten, wählte er verschiedene Kampfspezialisten aus. Nachdem ich so ein Schützling geworden war, holte er Rikum aufgrund seiner Stärke und Bata wegen seiner Geschwindigkeit ins Team. Und zur Abrundung wählte er schließlich Guldo, der kein großer Kämpfer ist, aber die besondere Fähigkeit besitzt, die Zeit anhalten zu können. Ja, es gab noch einen weiteren, Ponyo, den Kopf. Ach ja, dieses Mädel, das aufgehört hat, weil sie dachte, unsere spezielle Kampfpose wäre öde. Sie hatte kein Stilgefühl. Du allerdings... Uns zurückzuholen, damit du dich dem Kommando anschließen kannst, zeigt, dass du Stil hast. Du warst ziemlich schwach, als ich gegen dich gekämpft habe. Du bist doch nicht stark genug, um beizutreten. Aber wenn wir keine fünf Leute für unsere spezielle Kampfpose haben, sehen wir lächerlich aus. Wir könnten ihn wohl vorübergehend aufnehmen, bis wir den Captain gefunden haben. Guter Punkt. Aber er kann nicht einfach ohne irgendeinen Test mitmachen. Ich hab's. Geh darüber und denk dir eine stylische Pose aus, die uns aus den Socken haut. Wenn du das schaffst, bist du dabei. Eine stylische Pose? Wie wär's damit?
Abscheulich! Die ist nicht gut genug. Weißt du überhaupt, was stylisch bedeutet? Du solltest dich schämen. Das ist aber ziemlich schroff. Ich schätze, du besitzt auch keine Spezialfähigkeiten wie gutes Zeitstopp. Tut mir leid, aber wir können dich nicht ins Genius Sonder Kommando aufnehmen. Ach komm schon, geben wir ihm noch eine Chance. Wie wäre es, die Stärke des Kleinen zu testen? Du willst doch nur gegen ihn kämpfen, oder nicht? Erwischt. Egal, dann kämpfe ich auch gegen ihn. Ich will sehen, was er drauf hat. Hey, das ist unfair. Wenn ihr gegen ihn kämpft, will ich auch. Ich hatte schon ewig keinen guten Kampf mehr. Schon viel besser. Genau, wenn du uns im Kampf besiegen kannst, nehmen wir dich bei uns auf. Aber das wird wohl kaum passieren. Bist du wahnsinnig? Rikum ist der stärkste von allen. Kommt mir vor. Ja, das haben wir gleich. Jawohl, volle Stärke, Freunde. Tschüss, Rico. Sehr gut, Chazu. Aber der kleine Scheiß ist gar nicht so schlecht erst. Hätte ich nicht gedacht. Sehr gut, Tenshinhan. Also ich bin wirklich von Chaos überrascht. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht schaffe ich einen super Finish, ja? Ah, ich war ja nicht aufgeladen. Ah, scheiße. Das ist doch wohl ein Witz. Deine Stärke ist einfach unfassbar. Captain Kitty wäre stolz, einen so starken Krieger in seinem Sonderkommando zu haben. Ein ganz schön starkes kleines Kerlchen. Ich hatte keine Probleme damit, ihn aufzunehmen. Ja, okay. Deine Posen sind böll, aber wenn du lang genug bei uns bist, helfen wir dir. Ich weiß nicht so recht, ob das eine gute Idee ist, sich mit solchen Typen anzufreunden. Ich sollte wohl vielleicht auch an meinen Posen arbeiten, was? Vielleicht sind sie mir ja irgendwann mal nützlich. Hey! Wie super ist das? Also, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ist eh logisch. Boah, ist das geil. Aber wo gebe ich die dazu? Kraft, genau.
Ja. Machen wir auch. Die beste Kombination, was es gibt. Ja. Das machen wir so. Ah, falsch, scheiße. Bin ja ganz woanders. Keiner sagt was. Genau so wie es gemeint. Ja, es zahlt sich schon aus, schaut sich das an. Voll super, also das gefällt mir so gut. Natürlich, wo die Charaktere dann sind, das kann man dann selbst entscheiden, wo man, glaube ich zumindest, oh ja, ganz sicher sogar, wo man dann Shenlong ruft. Das theoretisch hätte ich Shenlong im Kamehaus, also beim Herrn der Schildkröten gerufen, wären die Typen dann auch dort gelandet, schätze ich. Oder halt innerhalb dieser Gegend. Wow, super, ich freue mich voll. Hat sich ausgezahlt. Aha! Da können wir uns die Diamanten holen, sehe ich gerade. Das sind diese Tipps von Bulma. Die werden auch an der Karte gekennzeichnet. Hier holen wir uns noch. Das andere Mitglied. Die haben es kurz erwähnt. Ich habe es zufällig im Internet gesehen. Ist eine Frau. Ja, Freunde, ich glaube aber, ich kann mich nicht erinnern, das jemals gelesen zu haben. Und zwar... zwar gegen die Dame kämpfen wir auch noch, oder die sehen wir auch noch in Dragon Ball Z Kakarot. Aber ich bin ehrlich, den Namen habe ich vergessen jetzt. Wie die dann auftauchen wird, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt dann auch eine Nebenmission ist oder ob wir von Shenlong uns das dann wünschen können. Ich habe keine Ahnung. So. Da drin. Ah, da. Wow, mit Ankerstein. Ja, gegen die Berserker gegen haben wir keine Chance. 44, 46, 44. Ja. Das können wir vergessen. So, Freunde. In der nächsten Folge, weil es so
klasse war und wir brauchen sowieso die Seelenabzeichen, damit wir noch stärker werden. Und ich mache das auch so. In der nächsten Folge starten wir gleich mit den Dragon Balls. Und dann kämpfen wir gegen einen anderen Gegner. Wird sicher spannend. Geht schon, Zhaozu, du kleiner Scheiße, du kannst das. Ja, aber hat Tenshin Han? Hat gar nicht die Neo Kiko Kanone. Zhaozu! Ja, wir sind wieder stärker geworden, unglaublich. Au, bye bye, was ist mit dir? Okay. Gut, Freunde! Das war's wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt fleißig die Dragon Balls suchen. Und in der nächsten Folge wünschen wir uns gleich was. Wird sicher spannend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.